Ja, dann wird getan, was gesagt wurde. Tür wieder zu. Falls. Nee, ich will ja keinen Krach hier machen, also Tür wieder zu und weiter geht's. Ragnar, hast du gelesen? Bist du da? Ja. Ja, ich hab's gelesen. Hm? Hast du die anderen beiden auch schon darüber in Kenntnis gesetzt? Oder habe ich das nur Nee, das, gelesen? also ich habe dir das jetzt einfach mal so gegeben, während die Okay. anderen um die magischen Bücher herumstehen, hatte ich einfach mal so gedacht, während deiner Abwesenheit hast du dich so ein bisschen das Buch auf dem Bett hast du dir so ein bisschen anguckt. Es sei denn, du Ja. sagst so, ja, keine Lust, aber das wäre ein kusslicker Zeichen gewesen. Auf jeden Fall, dann hätte ich das gelesen. Ja, dann würde ich das den anderen beiden noch mal kurz vorlesen. Seid ihr Rot geht. sicher? Bitte? Seid ihr sicher, dass ihr Teile aus unbekannten magischen Büchern vorlesen wollt? Ein magisches Buch, das ist das Tagebuch vom. Ich weiß nicht genau wem. Oh, ach so, Auf verzeiht. jeden Fall, vielleicht im ersten Mart oder so. Jedenfalls, vielleicht werdet ihr daraus schlauer als ich. Dort steht Rotgerd, dieser Scherge der. TPT nennen wir sie mal. Ich will ihren Namen nicht aussprechen, die in den Unwassern wohnt. Braucht nur mit dem Finger zu schnippen und alles auf der Arche hört seinen Ruf. Wurde ihr schon woanders die tiefe Tochter mit einem Pakt unermessliche Macht über alles Wasser und die Wesen der See gibt, so wirst du auf einer Dämonenarche zu einem veritablen Halbgott. Oder eher einem Halbdämon. Solange das großartige Yamish Arkham als verloren gelten muss, gönnen nur die Diener der tiefen Tochter, Paktierer der Steuerfrau befehligen und alle Gewalten über die Arche besitzen. Und nicht mehr lange, und ich werde selbst diesen Weg gehen, um den blasierten Rotgeier zu stürzen. Scheint wohl, ich weiß nicht, der erste Mal zu sein. Oder irgendjemand anderes auf jeden Fall, der wohl zumindest das Anrecht hat auf ein größeres Zimmer. Vielleicht der Zauberer, den dieses Zimmer wohl gehört haben mag. Wie war sein Name von dem Mann? Steht er Dort da drin? steht kein Name, nein. Aber was war das mit dem Schwert? Solange das großartige Yamesh Akam als verloren gelten muss, gönnen nur die Diener der tiefen Tochter der Steuerfrau befehligen und alle Gewalten über die Arche besitzen. Scheint so, als könnten nur Diener der tiefen Tochter Archen befehligen, wenn ich das jetzt hier richtig deute. Es scheint im Umkehrschluss ganz so, als könnten jene, die das schwarze Schwert in den Händen halten, den Archen Befehle geben. Ach so, ja, natürlich. Ist ihr, Ragnar, weißt du überhaupt, wo wir sind? Abgesehen davon, auf einer Dämonenarche. Absolut nein. Und an Bord gegangen sind wir vor Valusa. Wie Oh, es der okay. Zufall so will, haben wir in Valusa ein gewisses schwarzes Schwert erbeutet. Ach, und Yamish Akam ist dieses schwarze Schwert. Die Erzpräzeptorin der Sinnekirche war sich reichlich sicher. Okay. Das heißt, theoretisch könntet ihr jetzt die Arche befehligen? Denken wir da am besten nicht drüber nach. Aber es ist ein weiterer Grund, warum dieses Schwert dem Kapitän der Arche nicht in die Hände fallen darf. Das, klar kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, ja. Wie gut, dass ich das Schwert mitgenommen habe und nicht im Äther-Tempel gelassen habe. Dann ist es jetzt Ja. hier auf dieser Arche und naja, wenn wir sterben. Sie lässt den Satz unvollendet. Warum tust du so etwas? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich meine, du hast gesagt, nimm das Schwert und lauf damit zum Äther-Tempel und dann war ich da und dann ging es um dieses Horn und dann hast du gesagt, wir müssen zum Angriff blasen. Also, du hast gesagt, wir greifen an und ich dachte, das ist eine. Also, ich kann es ja auch nicht einfach irgendwo ablegen. Im Äther-Tempel einfach irgendwo hinlegen und dann nimmt es sich einfach irgendeiner. Da war alles voll und ich dachte mir, wir haben es erbeutet und jetzt ist es hier. Ich habe nicht Ja. nachgedacht. Nein, es ist in Ordnung. Du hast vermutlich das Richtige getan, wer auch immer. Sollen wir es über Bord schmeißen, dann ist es weg. Wir sind auf Nein, dem Weg nein, auf nach. keinen Fall. Dann kommt Vielleicht es doch könnte es erst uns ja recht in die sogar noch Fänge helfen. Wir sind der tiefen direkt über Tochter. ihrem Reich und alles, was über Bord geht, geht direkt zu ihr. Vielleicht ist das ja. Das ist sicherlich von Ruhr so geplant.
wenn wir dieses Schwert haben und tatsächlich die, ja, die Befehlsgewalt über diese Arche übernehmen können, malt euch doch mal aus, wie wir damit gegen die anderen ungeschaffenen Schiffe vorgehen können. Fangt mit solchen Ketzereien gar nicht erst an. Du meinst, wir können mit dieser Arche gegen andere Dämonenarchen ziehen? Die Ungeschaffenen mit den Ungeschaffenen bekämpfen. Besser geht's doch gar nicht. Ich würde auf jeden Fall die Verluste auf den göttertreuen Seiten minimieren. Und selbst wenn dieses Schiff kaputt geht, dann ist es halt kaputt. Da haben sie ja auch nichts mitgewonnen. Dann müssen wir halt noch irgendwie vom Schiff runterkommen, aber dann geht zumindest nicht sowas wie die Seeadler oder so kaputt oder andere Galeere. Das haben auch viele graue Magier damals, als Borbarad kam, über die Dämonenbeschwörung gesagt. Teilweise bis auf den Scheiterhaufen hinauf. Wir werden nicht demselben Weg folgen. Sinnenschärfeprobe. Hören. Mal hören. Ragnar, du kannst schlurfende Geräusche hören und ein Tocken eines Stabes. Irgendjemand kommt näher. Und zwar aus dem Saal der Mannschaft. Kabine der Küche. Der Schiffsklascheppe. Was kommt? Jemand Schwert und trete vor meine Kameraden. Nehme Haltung an und warte ab. Was tut der Rest? Ragnar würde sich... Wahrscheinlich. Also wir sind wieder rausgetreten, habe ich das richtig verstanden? Genau, Jalan hatte gesagt, Tür wieder zu und dann hattet ihr gerade in diesem Flur mit Treppe nach oben und alles andere hattet ihr dann kurz leise diskutiert, weil Piraten müssen ja auch noch in Schach gehalten werden, aber da habt ihr auf alle Fälle Verstärkung, also wenn die rauskommen sollten. Ja, geht die Treppe hier da hoch oder hier hoch? Die muss ich gerade mal schauen. Geht von hier nach da hoch. Ist hier so eine Wand oder würde man mich sehen, wenn ich da die Treppe hochkletter? Wenn du da hochkletterst, würde man dich sehen. Also das ist dann relativ offen. Wenn ich dann hier stehen würde? Da würde man dich nur halb sehen, ne? Von der Treppe dann selbst verdeckt in so einem Blickwinkel. Also wenn du dich da hinstellst, ist auf alle Fälle besser, als wenn du hier stehst. Ja, ich würde dann auf jeden Fall versuchen, hier so weit wie möglich nach oben zu klettern, zu schleichen. Damit man halt, wenn man mich entdeckt, nur noch vielleicht meine Füße oder so erkennt. Und falls es dann irgendwie zu einem Kampf kommt, dass ich dann von der Treppe auch noch helfen kann. Ja, würfel einfach mal eine Sich-Verstecken-Probe. Schwert um 3 Punkte. Dann kann Jalan mit gezogenem Schwert Myria hinter sich wissen, Brindigian in seiner Nähe und auch natürlich eine ganze Menge der Söldner, die hier verborgen in den Schatten stehen, sehen, wie ein Mensch mit Stock ankommt. Graue Robe, grauen Schlapphut. Definitiv ein Magier, auch in der Dunkelheit zu erkennen. Und eine Kreatur auf allen Vieren mit einem Buckel, die dann ja ihn begleitet und an seinem Fuß, an seiner Ferse hängt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Jasper. Er verbeugt sich einmal gönnerisch tief. Ihr seid die neuen Besitzer dieses Schiffes. Ich möchte mir gerne meine Dienste anbieten. Ja. Wir... Empires Namen. Namen habt ihr mir genannt, aber wer seid ihr und was tut ihr hier? Ich bin Jasper, Graumagier aus Festum. Gefangen gehalten. Ich musste Dinge für den Kapitän tun und vielleicht ebenso wie euer... Moment, sich versteckt. Probe ist gelungen. Er würfelt mal eine Sinnschärfeprobe. Ich musste grausame Dinge für den Kapitän tun, ebenso wie euren Freund, der Koch, wurde hier lange Zeit gefangen gehalten. Ich hoffe, ihr seid hier, um uns zu erlösen. Ich bin hier, um uns alle von dieser Arche zu erlösen. Ich frage mich aber, seht ihr meinen Freund, den Koch? Er sitzt unten in der Maulgrotte, war er gefangen in einer Zelle. Wie kommt es, dass ihr frei herumlauft? Nun, ich bin selbstverständlich kein einfacher Mannschafter und Koch, sondern ein etwas höher gestelltes Mitglied. Als Magier werde ich etwas freier hier herumlaufen dürfen. Vor allem komme ich hier auch so oder so nicht vom Schiff, denn ein einfaches Herabspringen macht natürlich wenig Sinn, denn die blutige See würde mich ansonsten verschlingen.
Aha, und was Er tritt mal so ein bisschen nach hinten zu dieser Kreatur, die gerade so an seinem Bockzipfel gezogen hat, weg. bei allen 12 Göttern, Jalan spricht auch jetzt mehr so Richtung Brindisian, ist das? Hat der Kleine auch einen Namen? Jasper? Nee, ich bin Luftil. Ich habe einen Namen. Quack. Verzeiht mir, den Schiffshausmeister. Ist derjenige, der Archenkäfer beseitigt, in irgendwelche Löcher kriecht und sich um das Wohl des Schiffes kümmert. Er ist weniger ein fehlgeschlagenes Experiment als eine sehr armselige Kreatur, der euch selbstverständlich zu Diensten sein wird, wenn ihr uns von dem Kapitän erlöst. Er weiß es nicht besser. Lobt ihr besser wissen. Nun, im Gegensatz zu allen anderen auf diesem Schiff habt ihr nicht auf Sicht versucht, uns umzubringen. Ich bin geneigt, ein gewisses Maß an Gnade walten zu lassen. Ogdan! Verneigt sich wieder. Festnehmen! Aber so kann ich euch nicht zu Diensten sein, wenn ihr mich jetzt in die finsteren Zellen sperrt. Ihr solltet das überdenken. Ich werde euch selbstverständlich nicht verraten oder etwas. Ihr werdet so lange von meinen Kameraden hier bewacht werden, bis wir wieder an Land sind und ihr einer ordentlichen Gerichtsverhandlung übergeben werden könnt. Ich wurde lange Zeit gefangen gehalten. Wie gesagt, ich konnte nichts dagegen tun. Ihr Und wenn ihr solltet vom... milde mit mir sein. Und wie gesagt, wenn ihr die Wahrheit sprecht, wird der Herr Preuers sie auch als solche erkennen und euch wird kein weiteres Leid erfahren. Aber bis dahin versteht ihr hoffentlich, dass ich euch nicht trauen kann. Bruder, Schwester, kannst du denn irgendetwas tun, was, ja, uns vielleicht ein wenig Vertrauen gewinnen lässt gegenüber dir? Nun, so wie ich die Situation aktuell einschätzen kann, seid ihr aus dem unteren Bereich des Schiffes gekommen, als es vor dem Hafen lag. Dadurch, dass sich der Kapitän nicht in diesem Stockwerk aufhält, vermute ich, dass er sich auf dem Oberdeck aufhält, also die Treppe direkt nach oben. Und auf diesen Kampf solltet ihr eventuell vorbereitet sein, so ihr denn Herrschaftsansprüche stellen wollt. Solltet ihr den Kapitän besiegen, so ist vielleicht nicht die Steuerung des Schiffes unter eurer Kontrolle, aber da wird sich sicherlich auch das ein oder andere machen lassen. Ich vermute, wir sind irgendwo mitten auf der blutigen See. Wer oder was ist denn der Kapitän? Hat er irgendeine Schwachstelle, mit dem wir ihn davon das leicht überzeugen können, sein Kommando abzutreten? Der Kapitän. Er ist sicherlich etwas arrogant, aber kein Einfaltspinsel. Er ist Xeraan, dem finsteren Heptarchen von Mendene, treu ergeben und wird sicherlich nur nach seinen Befehlen handeln. Er tritt wieder nach dieser Kreatur, die an seinem Fußzipfel hängt. Und der kriecht dann auch so ein bisschen von ihm weg und hüpft dann mehr, als dass er ja geht. Wie gesagt, das ist eine menschliche kleine Kreatur mit Buckel. Kommt da so ein bisschen auf euch zu und pult dann gerade so ein paar Archenkäfer, die hier gerade so einen Ritualtanz aufführen, pult da so gerade ein bisschen herum und steckt sich dann einen in den Mund. Zum lauten Knacken gibt der Chitinpanzer nach und er lässt es sich gerade schmecken. Scheint die Situation gerade noch nicht ganz verstanden zu haben. Lupdielmö. Sieht er nach irgendetwas aus? Er hätte schon gesagt, dass es keine magischen Ursachen hat, aber irgendwie ist es einfach nur so ein völlig missgestalteter Mensch oder ist da irgendwie was mit dem gemacht worden? Ja, eventuell Magiekunde und eine Anatomieprobe. Gut, Anatomie hatten wir ja schon mal. Genau, richtig. Aber Magiekunde könnte nochmal interessant sein. Ja, das sieht in Ordnung aus.
Er hat eine sehr hohe Stirn, seine Haare fangen also sehr weit hinten an. Du kannst dort ein verschlungenes Brandzeichen auf seiner Stirn erkennen. Ja, ansonsten ihm läuft so ein bisschen Geifer aus den krummen Zähnen über das borstige Kinn. Und ja, du kannst auch erkennen, wie wohl seine Haut sehr bleich ist. Nicht unnatürlich bleich, aber auch sehr schuppig. Vielleicht ein bisschen Schimmel, was dann aufgrund von schlechter Körperhygiene dort überall an ihm herumwuchert. Aber ansonsten, er ist keine Chimäre oder sowas. Er ist einfach nur eine sehr armselige Kreatur. Lupdi, richtig? Lupdiel, ich bin Lupdiel. Wo kommst du her? Hast du schon immer hier auf dem Schiff gewohnt? Ja, er tanzt so ein bisschen herum, auch nicht nur unbedingt auf seinen Beinen, sondern auch auf seinen Händen. Scheint also, ja, unglaublich viel Kraft zu haben, auch wenn er sie nicht ganz kontrollieren kann. Und zuckt immer so ein bisschen hin und her. Kannst auch, wenn er dich ansieht, erkennen, wie sein Auge hin und her zuckt. Ich bin hier für das Schiff zuständig. Es spricht, ja. Also, es spricht in ganzen Sätzen. Grack. Schnüffelt so ein bisschen, zieht die Nase hoch. Nun, seit wann Niemand denn, wird uns Lupdiel? trennen. Bist du schon immer hier auf dem Schiff gewesen oder hast du vorher woanders gewohnt? Lupdiel nicht wissen. Du Lupdiel weißt es hier zu nicht? Hause. Wie lange bist du denn hier schon? Weißt du das? Wie viele Tage, Wochen, Monde, Jahre? Lupdiel nicht wissen. Lupdiel viel zu schon. Er setzt sich auf seinen Hintern und kratzt sich jetzt mit seinen Füßen am Kopf. Wie ein kleines Äffchen. Lupdiel hier wichtig. Lupdiel kümmern sich um Schiff. Lupdiel hier zu Hause. Ich verstehe. Es gibt ja auch unheimlich viele Käfer, die, naja, entfernt werden müssen. Da wird es dir sicherlich nicht langweilig. Er pult sich gerade so ein Stück Schimmelflechte von seiner Kniekehle und steckt sich das dann in den Mund. Ja, und Dijan hat die ganze Zeit versucht, um wieder ein freundliches Gesicht aufzusetzen, aber irgendwie, ja, versteinert es dann irgendwann auch immer mehr in seinem Gesicht. Nun, Kollege, ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Kreatur widerlich ist, aber sie erfüllt sie ihren Zweck. Sie ist allerdings ebenso ungefährlich, wie ich es bin. Nun, wie gesagt, meine Gefolgsleute werden euch beide in Gewahrsam nehmen. Falls ihr nach besten Kräften an Bord dieses Schiffes den Göttern treu geblieben seid, werdet ihr nichts zu befürchten haben. Ich danke euch, euer Wohlgeboren. Sagt mir noch eine Sache. Wenn ihr euch frei bewegen könnt, wisst ihr wohl, wo sich das Herz der Arche befindet. Nun, das ist eine Information, die natürlich sehr prekär ist. Ich werde sie, naja, so ich es kann, mit euch teilen, wenn euch das Schiff gehört. Es ist ein Schiff, ein Halbdämon, ein Geschöpf von... Ihr wisst schon wem. Es gehört nur ihr. Und Menschen, die meinen, sie können sich Dämonen zu Untertan machen, sind früher oder später noch immer gefallen. Er verbeugt sich wieder. Ganz wie ihr sagt. In der Schiffsklaschembe in der Küche gibt es noch weitere Söldner der Schlächter von Teasal, aber ich denke, sie haben fast aufgegeben. Sie sind sich ebenso uneinig, wie ich es bin. Und wie es nun weitergeht, werdet sicherlich ihr in einem letzten Kampf klären. Bis dahin werden die Loyalitäten sehr vage gehalten. Man möchte sich nicht mit euch verscherzen. Weiß denn der Kapitän, dass wir hier sind? Hat er noch Leute auf seiner Seite, die ihm helfen? Nun, der Kapitän ebenso wie die Steuerfrau wissen alles, was in diesem Schiff vorgeht. Sind Sie oder waren Sie mal Menschen? Nun, Bevor die Frauen sind kompliziert, möchte ich meinen. Ein Gespräch mit ihnen ist nicht allzu amüsant, aber sicherlich sehr ergiebig.
Mit der Kapitän Rodgar, selbstverständlich ist er ein Mensch, allerdings hat er seine Seele schon vor langer Zeit an die tiefe Tochter verpfändet. Nun, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Bin die Jan, schaut mal zu Yala Jean. Soll das denn heißen? Es bleibt uns nichts übrig. Wir werden natürlich den Kapitän konfrontieren müssen. Nun gut. Ja, Ogda nimmt dann hoffentlich den Mann auch irgendwann mal in Gewahrsam. Ja, auf deinen Befehl, also wenn ihr fertig seid mit Besprechen, dann kommt Okta natürlich. Ja, in seine Richtung, nimmt ihn fest. Also, sollten wir uns noch ein wenig weiter Richtung Bug begeben und schauen, was es mit diesen Söldnern auf sich hat, oder direkt nach oben und den Kapitän stellen. Also wenn die Situation deeskaliert ist, würde Ragnar dann auch wieder da von der Treppe runterkommen. Würde sich da jetzt nicht alleine trauen, da die Treppen weiter hochzugucken. Und mein, ich weiß nicht. Problem ist halt immer, wenn man nicht überprüft, was die Leute machen, könnten sie uns immer in den Rücken fallen. Deswegen haben wir ja unsere Söldner hier stehen. Sagt er denn, wie viele Leute das sind? Nein, aber im Mannschaftsquartier sind eine Handvoll, und wenn im Bug noch eine Handvoll sind, werden das alle Menschen an Bord sein. Also, ich schätze nicht mehr als 10. Selbstverständlich war dieses Schiff vollgepflastert mit Wasserleichen und Toten. Allerdings habe ich mit Einsetzen dieses hörnernen Tones gesehen, wie sie wohl erstickt sind oder ausgelaufen, eingetrocknet. Ein sehr interessantes Phänomen, was ich leider nicht untersuchen konnte, da ich selber sehr überrascht war. Es hat einiges ein Durcheinander gegeben, als auch die Arche einstürzte und die Beine einknickten. Das klingt tatsächlich spannend. Was war das denn für ein Horn? Ich schau mal zu Jalan. War das Everthorn? Vielleicht hast du schon mal die Geschichte gehört. Es wurde wohl vor langer Zeit, na, was heißt langer Zeit, vor einigen Jahren, von einem Neckar an die Zyklopeninseln übergeben, und man kam dann irgendwann erst darauf, dass es in Wahrheit nach Valusa wollte. Wie sich ein Neckar um einen halben Kontinent vertun kann, ist bis heute unklar. Und jedenfalls, Everdaios hat es geblasen und den Herrn Effert um den Schutz der Stadt Valusa gebeten. Er hat daraufhin alle Charybdiden-Geschöpfe in der Umgebung rauchend zu Boden geschickt. Schade. Wer hätten wir dieses Horn hier? Könnten wir das alles hier wohl relativ schnell erledigen? Die Wahrerin von Wind und Wogen war verständlicherweise nicht gar so bereit, es herzugeben, schätze ich. Natürlich nicht. Dann wollen wir hier nochmal überprüfen, ob die Loyalitäten wirklich noch nicht, ob sie unsicher sind. Ich denke, Nun gut. man sollte ja mit ihnen reden können, wenn es stimmt. Ansonsten. Einige Leute zu, ich weiß nicht, ob diese Leute zu Boron gehen, aber nun ja, dorthin zu schicken, wenn man dann die Sicherheit hat, dass sie einem nicht in den Rücken zu fallen, ist, glaube ich, immer gut. Ansonsten man ihm ja als neuer Kapitän, das jetzt mal ein Gänsefüßchen, ihn ja einfach befehlen, hier zu bleiben. Also auf ihren Posten quasi in der Küche. Und auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, bin ich für gewöhnlich nicht bestrebt, alles an Bord dieses Schiffes auf sich zu erschlagen. Diese Menschen können unter Umständen vielleicht gerettet werden. Vielleicht auch nicht. Wird sich zeigen müssen. Richtig, aber Gehen wir ich einfach nach habe. oben und erschlagen den Kapitän. Brindisian, was meint ihr? Bin noch unentschlossen. Ragnar sagt, wir sollten uns erst mit diesen Söldnern auseinandersetzen. Es gibt einen Ruck durch das Schiff und es bleibt stehen. Körperbeherrschungsprobe erschwert um 10. Du mieser Hund, du. Nicht geschafft. Ja, vollkommen überrascht knallst du mit dem Kopf auf die Treppe.
Ja, easy. Gibt's Schaden? Und die Gian auch. 1W6. Vor- oder Nachrüstung? Keine Rüstung. Passt doch genug. Jetzt noch 26. Ja, Brintigian verfängt sich an der Türklinke und reißt sich so ein bisschen die Robe auf, aber das hat ihn gar nicht so sehr mitgenommen. Allerdings Jalan mit gezogenem Anderthalbbänder war immer noch so ein bisschen nicht darauf vorbereitet. Jetzt steht ihr mitten auf der blutigen See irgendwo. Ihr könnt das Land nicht sehen, weil ihr immer noch im Bauch steht. Und es bewegt sich nicht mehr. Ja, Ragnar, was auch immer es ist, ich habe genug von der Spukerei. Wir gehen jetzt die Treppe hoch und erschlagen diesen Kapitän. Also Ragnar würde da noch so ein bisschen rumgetänzelt haben und würde dann Ragnar und Brindigian aufhelfen, sofern sie sich helfen lassen, und meint, alles klar, sagen wir den Kapitän. Gut. Ogdani und Ritter Jagold, haltet uns den Rücken frei. Wir gehen hoch. Aber wartet, gebt mir bitte noch ein wenig Zeit, um mich vorzubereiten. Meine Kräfte sind fast erschöpft, ich werde euch kaum eine Hilfe sein im Moment. Wie viel Vielleicht Zeit? Etwa die Hälfte eines Stundenglases brauche ich noch, um euch zumindest ein wenig unterstützen zu können. Er fluchte. Ja, ich schaue mich mal auf meine geringer werdende Anzahl an Kameraden. Na gut. Aber wenn dieses Schwert tatsächlich das Schiff kontrollieren, könnten wir vielleicht Ephadaios und, ich weiß nicht, wer diese andere Frau war, Fiona, wenn ich mich richtig entsinne, vielleicht finden und hier ausspucken lassen, falls sie noch leben. Vielleicht kann man da euch auch nur Befehle geben, wenn man gleichzeitig der Kapitän ist. Egal wie, dieser Jasper sagte doch, dass der neue Herrscher des Schiffes dann auch das Schwert hat. Vielleicht können sich diese Söldner wenigstens davon beeindrucken lassen. Miria, gib es mir nochmal. Ja, sie reichte den umgeschlagenen, dumpen, verhüllte, das, ja, Anderthalbbänder, das kannst du auf alle Fälle erkennen. Aber ja, ansonsten ist, wie gesagt, eingeschlagen. Reicht sie dir? Ja, dann steckt seinen eigenen weg. Ja. Nimmt ihn einmal kurz, atmet tief durch und fängt leise an zu beten. Paios unser, der nur sitzt in Alvaran und schlägt währenddessen die Lumpen zurück. Gänzlich aus Endurium gefertigt. Die Klinge ist schwarz, gleichzeitig perlmuttfarben glänzend. Der Knauf bildet den Leib einer riesigen Krake, die auf dem Rücken ein einzelnes großes Auge trägt, das dich anstarrt. Du hast kurz das Gefühl, dass sie es dir zublitzelt. Die 10 Tentakel winden sich als Griffstück herunter und schließlich kann man daraus eine Parierstange gebildet sehen. Auf der Klinge kannst du sehen, wie dort in Zeitzeichen geschrieben ist, CPT. Und du hörst es flüstern, wie es zu dir spricht.